Halb zwölf, jawohl. Also, wann hast du vor, zurückzufahren? So um eins, um zwei rum ungefähr. Ah, gut. Um die Dreh rum. Das habe ich dir schon gegeben. Das müssen wir schauen, was da ist. Gut, du kannst ja mit. Ja, das habe ich schon einem Nürnberger Freund gegeben. Habe auf Gummireifen, weil es bisschen, ich bin ja ein bisschen unwucht. Ja. Am Gummireifen kann sich das ausschaukeln. Aha. Musst du, wenn du es festmachst, ist die stärkste Welle kaputt. Auch. Machst du es so auf Gummi aufbauen wie die Waschmaschine. Du hast auch bei hohen Drehzahlen immer eine Frequenz, ne? Ja, immer was. Eben auch jeder Motor, auch wenn er der beste ist, hat die kritische Drehzahl. Genau. Und dann. Bei hoher Drehzahlen sind meine Turbinen alle ruhig. Ja, wenn du an diese Resonanzfrequenz rankommst von den Elementen. Das stimmt. Irgendwas. Ich finde auch für meine Geräte zum Batterieladen, der Tafo habe ich irgendwo in einen Karton hineingekriegt, ja. Gefunden nicht. Müsste man einen neuen kaufen. Übrigens, zu viel. Ah, muss doch hervorholen. Und das war's. Das, kein Mensch denkt dran, schon gar nicht, der das einmal das erste Mal sieht. Also diese, übrigens hat dieses Gerät, ist dann dazu total verschlossen und hat nur einen Ausgang hier. Mhm. Da fließt dann die Butter, ja. Also der Rahm fließt da heraus. Mhm. Und einer da unten, einer da oben. Mhm. Das ist wahrscheinlich der Rahm. Mhm. Und hier das die Buttermilch, also Wasser. Oder heute sagen sie Joghurt. Jawohl. Und verrostet darf nicht sein, also du musst 10. Oder Wasserleitung verzinkt. Es galvanisch verzinkt, die sind ein halbes Jahr kaputt. Feuerverzinkt. Und Feuerverzinkt hält in die Stallungen, wo die Säure ist von den Tieren. Mhm. Da Feuer verzinkt und hält das sehr lange. Und dieses Verzinkte musst, Dach verzinkt, musst du mit Farbe streichen. Also Deckfarbe drauf. Weißt du, es wird von der Luft das abgebaut. Ah. Ja, ja. Und bei Eisenbahnen, die haben alles, die Dächer, Blechdächer, alles verzinkt. Oder rein Zinkblech. Das, weil die haben wir auf der Hochspannung, 15.000 Volt, würde alles sofort oxidieren, rostig werden. Und auch draußen habe ich immer Magnete bei mir, Universitäten, ganzen Tag, die Ablaufrinnen, alles reinzink. Ist besser in dem Fall als wie Kupferdeck. Bei uns ist alles Kupferdeck, ich habe es gesagt. Weil, nach dem Ablaufrohr ist der Boden kupferverseucht. Ja. Kartoffelfelder oder Felder mit Kupferpflug bearbeiten, da ist nur Abrieb, ein Kupferspurenelementanteil. Aha. Bleibt der Boden feucht, Fruchtbarkeit und 30, mit einer Pflügung 30-50% mehr Ertrag. Ja, das ist. Also die Wüsten kannst du nur mit Kupferkette bearbeiten. Oder hier. Hier habe ich hier Einsaugung gemacht. Ah ja, da war die Flasche montiert. Die Eiflasche. Aha. Die. Ja, ja. Und jetzt habe ich ja das Ei. Und ich habe weiter dreht. Und hier habe ich wieder einen Reinzinkring. Mhm. Also ich kann hier einsaugen. Und das ist der Schauberger Zement, ein Regelstoff. Da brauche ich übrigens Selenpulver vermischt. Aha. Mit Wasserglas. Aha, das ist der Kleber. Und auch hier. Und dann, meine, ich habe da die Postleitzahl draufgeschrieben. Jawohl. Der Zinkring, diese feinen Schlitze, von innen heraus einen
Schraubenzieher, den ich zugeschliffen habe, wie ein Messer. Ich bohre, sagen wir, ein Millimeter Loch und dann schlage ich die Schneide heraus. Mhm. Und dann entsteht diese Düse. Mhm. Und hier rundherum ist ein Zahnring. Mhm. Wie sich das dreht, fangen hunderte Düsen an zu blasen. Mhm. Alles sog. Und wo es entlassen wird, Spezialdüse, habe ich einen Druck. Mhm. Sogenergien müssen vorherrschen, dann ist der Druck ein Ergebnis. Mhm. Und du brauchst ganz wenig Energie, um die Scheibe dann anzutreiben, sozusagen. Ja, oder die braucht eine Bewegung sein. Ja. Natürlich, ja. Mit 30.000 Umdrehungen, ja, ein PS. Durchlaufen. Ja, so ein kleiner Motor. Mhm. Ja, da habe ich eine Küchenmaschine drauf. Ja, genau, richtig. Den hat man letztens schon gehabt. Aber ich könnte es hier mit kurbeln, weil 40.000 Umdrehungen. Aber ich habe nur hier, passt mir das alles, ich muss eine Welle haben. Mhm. Ich hatte die andere Maschine, die war ja auf einem Plastikstuhl montiert. Und meine Frau und ihre Freundin haben sie da hinuntergeworfen, da ist das weggebrochen. Ah. Aber zum Glück funktioniert. Es war schon in der Schweiz. Ja. Ich habe zu meinem Freund gesagt, okay, bringen wir es wieder. Zu mir kommen jetzt so viel. Ich fahre nicht mehr weg, ich zeige ihnen das. Mhm. Und da ist die Einsaugkopf. Und diesen Kopf, der hat eine ganz wichtige Funktion. Wegen der Aufteilung der drei Gase, die eingesaugt werden. Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff. Mhm. Wasserstoff ist das schwerste Element. Aha. Wird da eingesaugt, also eingefangen mit diesen Fängen. Ja. Also die Drehsaum in dem Fall nur rechts, von oben gesehen. Und Sauerstoff geht am Rand, innen, herunter und kommt hier wieder heraus. Und die anderen zwei Stoffe gehen bei die Schlitze. Wasserstoff meinst du jetzt? Oder Sauerstoff? Sauerstoff. Sauerstoff ist das Schwerste. Ach, Sauerstoff ist das Schwerste, ja. Nicht Wasserstoff. Na, okay, die Sauerstoff. Anderen Gase sind leicht. Ha. Und die gehen, zieht sie in die Mitte, in die Schlitze hinein. Ja. Aber alle drei kommen hier wieder an. Und dann ist hier der Zahnring. Mhm. Ja, ich habe gerade erst diese fertige amerikanische, wo der Generator schon drauf ist, was da ist er zu sehen. Dort oben ist zwar ein bisschen dunkel, aber daneben ist die kleine Ausführung. Ja. Und da ist schon der Generator. Und da ist aber ein stehender Ring. Wo die Gase herauskommen, ist der Ring. Der kommt durch Düsen, durch diese Düsen. Oh, das ist wieder eine Turbine. Ja, genau. Diese Aluplatte ist 3 cm dick und da sind diese Schlitze herausgefräst. Weil die Energien fliegen ganz gerade heraus. Und die musst du da draußen umlenken, sodass sie schräg herauskommen auf den Zahnring. Da stoßen sie sich und dann ist es ein Kettenantrieb. Und diese kleinsten Strahlen werden zu Tonnen. Ha. Luft ist so gering, so Leichtgewicht. Ja. Also 100 Gramm bewege ich Überschallgeschwindigkeit, dann habe ich Tonnen. Kilo, genau, Antrieb. Oder? Tonnen, ja. Und die Jumbo-Jet-Turbinen haben 25.000 PS Feuerstrahlturbinen. Mhm. Und der Victor fährt mit Kältestrahlen, ist alles. Mhm. Aber die Schwungmassenenergie, mhm, die ist da versteckt drinnen. Mhm. Und wieder zurück zur Spirette, ein Eisläufer. Mhm. Gewisse Kurven brauchst du, dann funktioniert es. Stimmen die Kurven nicht, bremst sich die Maschine, die geht nicht, steckt. Mhm. Und auf einmal endet die. Ich habe einen Freund, die haben Turbinen gebaut. Mhm. Und alles stimmt nicht. Ich darf mich nicht einmischen, aber nachher sage ich, schau, hätte doch die Schauberger Turbine gebaut. Das sind fähige Leute. Mhm. Nein, an alten hängen sie, weil ja, der Schauberger, genau, ja, so, das war schon alles da, ist ja eine Wiederentdeckung. Aber dafür hat noch niemand einen Nobelpreis bekommen, Fritz, ne? Und wenn kein Nobelpreis dafür rausgegeben wird, dann kann das ja nur falsch sein. So, jetzt geben wir die Wärme hoch. Oh, das ist ein gutes Projekt. Wenn du das mit kannst, oben stecken.